Dass ein Schulgarten Kindern helfen kann, die Umwelt mit praktischen Mitteln besser zu verstehen, ist schon lange bekannt. Doch noch immer ist er nicht überall Bestandteil des Unterrichts. Dabei können hier Kinder nicht nur die Vielfalt der Natur kennenlernen, sondern spielerisch Kenntnisse über die Pflanzenwelt gewinnen. Fragen, warum die Pflanzen überhaupt wachsen und was sie dafür benötigen, können direkt am Beispiel geklärt werden. Auch Bernd Weiße, Dezernent für Jugend, Kultur und Soziales in Cottbus, sieht in dieser Art des Unterrichts eine Bereicherung. Bei Kindern, die im Stadtgebiet aufwachsen, glaube ich, ist das schon sehr wichtig, dass mal ein Kind auch sieht und erleben kann, wie von einem Samenkorn bis zu einer Pflanze eine Entwicklung stattfindet. Das ist vielleicht in ländlichen Gegenden selbstverständlich. Im rein städtischen Umfeld ist das oftmals schwieriger möglich. Insofern gehört Umwelterziehung im weitesten Sinne. Es geht ja nicht um Anbau von Gemüse und Obst, sondern es geht um Umwelterziehung mit den Tätigkeiten, die damit verbunden sind. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Genau dafür hat Cottbus im Stadthaus einen sogenannten Tag des Schulgartens ins Leben gerufen. Lehrer und Pädagogen konnten hier die Möglichkeit nutzen, sich auszutauschen und neue Lehrmaterialien kennenzulernen. In kleinen Präsentationen wurde gezeigt, wie man im Schulgarten den Kindern die Pflanzenwelt am besten näher bringt. Probleme wie bei Lehrermangel und Aufwand spielen dabei eine große Rolle. Doch diese Probleme müssen aus dem Weg geräumt werden, um den Kindern ein umweltbewusstes Handeln am direkten Beispiel zu vermitteln.